Als ich auf einen sich bewegenden Schatten trat, stürzte sich auf einmal ein Vogel-Pokémon auf mich. Ein Glück, dass es so süß war. Apropos, Skalik kann ja nicht fliegen. Wie kann das sein? Merkwürdig. Oh nein! Oh oh, ein Kampf. Eine Trainerhoffnung, glaube ich. Ah. Jedes Pokémon hat unterschiedliche Fähigkeiten. Sie gut zu kennen, ist der Schlüssel zu meiner Haustür. Genau, also da wird man nämlich Sachen abgefragt an der Haustür. Trainerhoffnung und? Jawohl! Austin. Ah, ich kenne doch meine Trainerklassen. Anton! Anton! Geist! Schlecker! Ja. Oder Z-Angriff ausprobieren. Ja, Z-Angriff. Zahngriff. Zahngriff, genau. Kann man auch gut beim Angeln gebrauchen. Hypersprüngangriff. Was macht der? Stärke 100. Der durch Z-Kraft energiegeladene Anwender rennt mit ganzer Kraft gegen das Ziel. Die Stärke variiert je nach zugrunde liegender Attacke. Jo. Wusch. YMCA. Hulk Hogan hüllt sich ins Kraft. Hyper-Sprintangriff. LOL. LOL. Rückzug-Hieb für Fortgeschrittene. Ey, aber auch Props dafür, dass der auf sein Hinterbein nur gerannt ist. Hast du es gesehen? Ja. Oh! Fängt an zu verzweifeln, wenn die. Sobald die Lage brenzlig wird. Huiuiui. Na, 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 du kannst es doch aber schaffen. Glaub an dich. Bla, 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 bla. Na, 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 na. Na, 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 oh, na. Radikal. Ich konnte die Fähigkeit nicht zu meinem Vorteil nutzen. Oh. Tja. Wein doch. Schön. Ja, boah, da kenne ich den deutschen Namen noch nicht. Ich bin gespannt. Türkan entwickelt sich. Pepek wird zu... Auf Englisch heißt es Trumbeak. Trumpy. Trumpycat. Komm schon, auf Deutsch. Ich will den deutschen Namen. Du, Nutte. Trumpeck. Ey, aber das ist cool. Hast du auch gesehen, dass so Snoot. Snoot, ja. Es ist so süß. Trumpeck, ja, macht doch Sinn. Ja. Trumpeck. Trumpeck. Make Alola great again. Boah, und heißt dann der Toucan Tupac? Oh, bitte, ja. Das, ohne Spaß, dann würde ich echt so Epic Slow Clap, wenn der Tupac heißt. Indem es einen Schnabel verformt, kann es eine große Bandbreite an Lauten ausstoßen. Der Albtraum eines jeden Nachbarn. Weiß ich, bin im echten Leben so einer, ich glaube, ich würde mir direkt 6 fucken. Einfach nur, um die Leute abzufacken. So, Items gucken im Norden. Was war's? Achso, heilen. Ja, bisschen, natürlich, ja. Macht Sinn, ne? Wutkeks, nein, ey. Wutkeks ist doch für Statusprobleme. Ja, eben. So, nehmen wir 2-mal Trank, dann reicht das. Kannst auch noch eine Sinelbeere geben, dann hast du ihn voll. So, ach, nicht notwendig. Ja, das bisschen. Liegt da oben ein Item? Ja, rechts. Mhm. Heilball. Heilball. Heilball, Kill Bill. Heilbutt, Heilbutt. Heilbutt. Wusstest du, dass nicht nur Pokémon-Typen zugeordnet werden, sondern auch Attacken? Ja, das hat uns ein Kind in der Trainerschule erzählt. Ja, eben, will ich doch meinen. Oh. Trainerhoffnung Cassie fordert dich heraus. Die haben alle so einen müden Blick. Lil Mini. Boah, vielleicht nicht mehr. Hulk Hogan. Ja, Feuerzahn, easy game. Hulk Hogan. Ja, was haben sie eigentlich jetzt mit Mega-Entwicklung gemacht? Kamen gar keine neuen, oder? Nee, Mega-Entwicklung waren in der 6. Gen. Es gibt keine neuen, die alten sind nach wie vor da. Mhm. Und Gerüchte von so einem Gerüchtetypen besagen, man kriegt auch den Schlüsselstein erst nach der Inselwanderschaft. Nein, Brüller nicht. Nee, Brüller ist kacke. Ja, das ist schon bescheiden, dass die legendären Biester aus der 2. Generation alle das hatten. Verlierer. Bringt auch nur gegen wilde Pokémon was, der Brüller. Ja.
Ist aber auch manchmal gemein gewesen. Oh, ich setze Terrorblick ein. Entei setzt Brüller ein. Oh. Oh. Mal sehen, was das ist. Noch ein Skalök. Nee, ich glaube nicht. Nee, also man hat schon an dem Schatten gesehen, es war keins. Ehrlich gesagt. Echt? Die Schatten sind anders? Die Schatten sind anders. Der von dem ersten war dicker. Untenrum. Der war dick untenrum. Der Schatten beim ersten, der sah mir auch ein bisschen mehr aus wie so ein Pfleeknäuel. Ja, durchpowern, Feuerzahn. Nicht lange mit aufhalten, ist nur ein Habitat. Ja gut, aber mitnehmen, was geht, finde ich. Nein, kein Habitat. Halten da auch nicht für einen Raupi an. Aber dann ist es ein Habi-Nicht-Tag. Der braucht eine Weile. Oder Habi-Net. Habi-Net-Tag. Hacker-Tag. Hack-Attack. Ja, Hack-Attack. Stärkt Flugattacken. Das können wir gleich Wingull geben, bevor wir zu Hala gehen. Und das ist wieder ein Dings gewesen. Ein Skalück. Möchte ich meinen. Ja. Nice. Das erkennt man echt. Aber ich würde mal, mich interessiert mal, wie die Grafiken dafür generieren. Ob das kleinere Versionen der Models ja, sind oder der Icon Sprites. Vielleicht sind sogar die Icon Sprites schon kleinere Versionen der Models. Die ja, Icon Sprites? Wehrt die Attacke ab? Ist das auch ein Herrscher oder was? Nee, das ist einfach nur ein Arschloch. Ja, so sieht's aus. Feuerzahn, komm, diesmal. Bam. Jawohl. Ja. Was? Macht nix. Außerdem gleich ruft's wieder um Hilfe. Vielleicht. Niemand kam. Nee, macht's nicht. So, das nächste Reihe, da reicht eine Glut. Den hätten wir jetzt eigentlich auch. Obwohl, stimmt, wären wir schon eingefangen. Ich war gerade verwirrt. Ja. Bling. Kennst du ja von mir. So, jetzt müssen wir nur noch den mittleren Weg durch die Steine nehmen, dann haben wir alle. Mhm, den. Oh, mhm. Wei. Nee, das war gerade ein Skalip. Genau. Und was ist hier dann? Nichts. Warte mal, in der Mitte war noch so eine Kerbe. Guck mal, was da ist. Kann man da irgendwie rein? Ist da was? Och. Ah! Finde Sternenstaub, ich fasse es nicht. Ne? Ich habe so ein Gefühl dafür. Ja, sonst würden so die das nicht mal hinmachen da. Zum Mele-Mele-Blumenmeer, das Transparadies für. Welches ist das Blumenmeer? Hast du gerade das Schild gelesen, ganz? Hm. Oh, upsie. Lili ist Konträne und kann eigentlich gar nicht sonderlich weit gekommen sein. Okay. Nee, das Schild muss ich nochmal ganz lesen. Ich mach mal. Ich weigere mich, es vorzulesen. Ah, ups. Dann habe ich das mal irgendwann falsch geschrieben. Als du nicht hingeguckt hast und ich den Trainernamen ausgewählt habe. Da habe ich sowas in der Art da schon mal. Ist die. Ah. Ah, ein friedlicher Ort. Gleich nicht mehr. Kämpfen wir. Wölkchen, was machst du denn? Komm zurück. Oh, es ist ganz da hinten. Ah, Hildegard. Wölkchen ist gerade auf und davon. Einfach ab durch die Blumen hier. Oh. Gussburg! Und das, obwohl es gerade erst dieses furchtbare Erlebnis auf der Brücke hatte. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Oh. Schnabel, wir müssen Wölfchen erreichen, bevor es von einem wilden Pokémon angegriffen wird. Erstmal Items sammeln. Natürlich. Nein! Nein! Oh. Ja, Rommel. Ja, Rommel. Das können wir mitnehmen. Feen-Pokémon wird später hilfreich. Ja. Gut, dann nehmen wir einmal Erwin Wommel mit. Gab's da nicht so in diesen alten N24-Dokus auch einen Big Player, der Wommel hieß? Wommel ruft um Hilfe. Und? Hier, genau. Erwin Wommel. Stimmt, du hattest recht. Oh. Das ist die Chance. Da können wir jetzt einen Nestball nehmen. Ja. Wir sind 10 Level drüber. Mhm. Ach,
so. Was? Ach, der hat Hilfe gerufen, lol. Ja. Und ja, diesmal gut. Kam sogar jemand. Feuerzahn auf das zweite. Ach, das reicht eine Glut, denke ich. Aber welches ist das zweite? Ja, das. Das ist nämlich links, oben auch. Ja. Gut, nicht, dass ich das... Ja, okay. Ja. Ja, stimmt, wir sind jetzt 10 Level drüber, doof von mir, ne? Hm. Wummel. Hey Junge, erreicht Level 14. Können wir das dann Erwin nennen? Ja. Das ist schon irgendwie politisch sehr unkorrekt, was wir hier machen. Damit fängst du jetzt an nach Türkan und und Neburak. Also entschuldige mal, also das ist jetzt schon komplett hin. Ja. Keine Ausrede mehr. Okay. Pokémon. Komm und schnapp sie dir. Willkommen im Team Erwin. Achso, ich hätte ja einen Nestball nehmen können. Ja, hätte ich Pokéball genommen. Ja, YOLO. Ja. Kommt Zeit, kommt Pokémon. Genau. Für Wommel wurde ein Eintrag im Pokédex. Jawohl. Ja. Ja, okay, was haben wir da? Über den Köpfen von Menschen, deren Auren denen von Blumen gleichen, finden sich zahlreich Wommel ein. Das ist bestimmt lästig. Ja, ich will... Erwin. Es müsste eigentlich sogar mit Nachnamen gehen. Ja, passt genau. Habe ich nachgezählt. Gut. Erwin Wommel. Oh Mann. Oh, scheiße. Das ist sowas von Strike. Hoffentlich nicht. Nee. Erwin Wommel. Naja, ist nur ein ganz kurzer Auftritt. Ab in die Box damit. Erwin ist ein ganz normaler Name. Ja, ich weiß nicht, ne? Was ihr alle habt. Ja. Und was können wir dafür, dass die nun mal ihre Pokémon so... Tschüss, ich mach Pause. Ich weiß nicht, eigentlich müsste ich's fangen. Also, ich werde mal versuchen, das so ganz schnell wie möglich durchzuziehen. Und dabei versuchen zu erklären, warum jetzt gerade das. Warum gerade mein Mitkommentator Pause macht. Also, es hat was mit der Namensgebung zu tun, weil es einfach. Naja. Komisch klingt. Oder so. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. So, versuchen wir es mal ganz schnell irgendwo einzufangen und dann ist gut. Oh nein, es ruft auch noch um Hilfe. Bitte niemand kam. Es ist keine Hilfe aufgetaucht, ja. Niemand mag es. Und da freut sich bestimmt gerade jemand drüber. Ach so, ich schmier mir jetzt Fütterchen. Ja, mach mal. Keine Sorge, gleich ist es auch vorbei, danach werde ich sowieso nur noch flüchten. Upfdole. Oh nein, es ist ausgebrochen. Bullshit, ey. Oh, es hat um Hilfe gerufen und dann rechte Hand eingesetzt. Aber erstens kam niemand und zweitens ist dadurch rechte Hand nichts geworden. Rechte Hand? Wen wolltest du dann rufen? Radikal? Ja, genau. Ich habe schon überlegt, wenn ich mir Radikal gefangen hätte, dann hätte ich es rechte Hand genannt. Also ich glaube, das würde auch gut zu Erwin passen. Der hat doch auch nur Hände. Oh Mann, bitte brich nicht aus. Das gibt's doch nicht. Ah, ansonsten schönes muss ich mir was Körnerbrot ausdenken. Mit guter deutscher Fleischwurst. Oh Mann. Alter. Nestball? Geht das denn schon? Obwohl. Ja, probier. Mein Gott. Ja, was hast du zu verlieren? Da haben wir ein gelbes Pokémon in einem grünen Ball. Das ist doch hübsch. Das passt ja gar nicht. Oder grün und gelb sogar. Aber das passt zu dem Blumenlook. Es hat funktioniert. Das Wahnsinn. Besser als ein Superball. Okay. Punkt wurde gefangen. Soll ich diesmal den Pokédex-Eintrag vorlesen? Ja. Weißt du, der Moment, wo der Pokéball mehr wert ist als das Pokémon da drin einfach. Was? Fluch weg? Oder brauchen wir Fluch? Würde ich sagen. Ja. Also Gena brauchen wir auf jeden Fall. Ja, Gena, das ist unser taktischer Vorteil. Richtig. Für den Fall des Falles immer.
So, für den Fall des Fallus. Was? Wirbelwind? Was ist Wirbelwind? Wirbelwind weht wilde Pokémon weg. Ach, das ist nur... Ach, das ist ja nur... Ja, doch, jetzt... Nee. Ach, Wirbelwind? Doch, stimmt. Warum kann das Ding Wirbelwind lernen? Wer denn? Reiskorn, also Makuhita. Ja, ich denke mal, wenn er sich rumwirbelt. Ja, stimmt. Und dann wird's aber hoffentlich auch... So, bla bla bla, Eintrag im Pokédex. La 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 la, ich höre nicht hin. Okay, also... Schau dir das mal an. Es reibt seine Federn aneinander, um sich elektrisch aufzuladen. Danach tanzt es zum Gegner und verpasst ihm einen Elektrohieb. Ach, es ist ein Elektroflug-Typ. In dem Falle. Möchte ich ihm einen Spitznamen geben? Ja. Abfallmensch. Wie würdest du es denn genannt haben, wenn Abfallmensch. Du... Nein, ich meine jetzt, welchen Namen, deutschen Namen hättest du ihm gegeben, wenn du die Chance gehabt hättest? Oh, da hatte ich mal einen. Aber ich habe ihn vergessen. Nein. Wie hieß denn die englische Version? Oder die... Weiß ich nicht. Die, von der du es abgeleitet hättest vielleicht. Oder ähnlich. Warte, ich schau gerade. Die Grundversion, die du genutzt hast, um... Ich würde es nämlich gerne so nennen, damit das Ganze wenigstens ein wenig... Auf Englisch heißt es Oricorio. Mhm. Ja, mir fällt gerade kein besserer Name ein. Lass den einfach so, wie er ist, oder? Nenn ihn Hupfdohle oder was auch immer. Hupfdohle, okay, Hupfdohle. Hupfdohle ist schön. Hupfdohle 1. Es kommen ja noch ein paar mehr. Aber das sind dann keine Cheerleader mehr. Oh. Ja, gut. Ja, okay, vielleicht, aber passt zu den anderen was? Ja. Na gut. Dann nehmen wir nur Hupfdohle. Wohin soll Hupfdohle geschickt werden? In den Abfall. Dahin, wo der Pfeffer wächst.